bin heute hier, weil es hier eine Firma gibt, die Firma Hanomag Lohnhärterei, die sich gegen Tarifbindung wendet und die dagegen ist, dass es Betriebsräte in ihrem Unternehmen gibt. Wir sind hier, weil Betriebsratsmitglieder vom Inhaber unter Druck gesetzt worden sind, dass sie aus dem Betriebsrat austreten sollen, damit sie in der Firma weiterhin die Möglichkeit haben zu arbeiten. Und deswegen sind wir heute zu einer Güteverhandlung hier vom Arbeitsgericht in Hannover. Die IG Metaller bei Hanomag Lohnhärterei fordern einen Tarifvertrag und seitdem gibt es den Terror im Betrieb. Hier will einer den Betriebsrat zerschlagen und die IG Metall im Betrieb kaputt machen. Klar wurde in den letzten Tagen und Wochen, die Kolleginnen und Kollegen stehen in großer Mehrheit hinter ihrem Betriebsrat und lassen sich von allen Versuchen Seehafers, Beschäftigte und BR zu spalten, nicht beeindrucken. Ich vertrete ja den Betriebsrat und ich habe ein solches Vorgehen von Unternehmern gegen den von einzelnen Betriebsratsmitgliedern mit Druck habe ich bisher noch nicht erlebt. Das, was dort passiert ist, ein Angriff auf uns alle. Das muss natürlich auch in die Öffentlichkeit. Das darf nicht unter den Tisch gekehrt werden. Und ich glaube, wir können da deutlich noch eine Schippe drauflegen, wenn wir fest zusammenstehen als Metaller hier in Hannover. Ich weiß, was Mitbestimmung bedeutet. Ich weiß, was Tarifverträge können. Ich komme von Volkswagen. Da ist das alles fest etabliert. Und das versucht diese Firma hier zu unterbinden. Und das geht nicht. So, da die Öffentlichkeit jetzt alarmiert und aufmerksam geworden ist, was die Geschäftsführung mit dem Betriebsrat gemacht hat, die Einschüchterungen, hoffen wir natürlich, dass wir nicht weiter eingeschüchtert werden, in Ruhe unsere Arbeit machen können und Ende August dann mit dem Tarif weitermachen können. Wir sind solidarisch mit den Beschäftigten der Arbeit.